Guten Morgen. Heute ein Thema, was mir auf der Seele brennt. Das Bewusstsein. Und ich werde euch heute ein Experiment vorstellen, wo ihr exakt bestimmen könnt, wie bewusst ihr diesen Tag gelebt habt und ob ihr überhaupt in der Lage seid, bewusst zu leben. Keine Phrase im Vokabular eines Menschen, der sich für seine geistige wie körperliche Gesundheit interessiert, wird so inflationär gebraucht und dabei völlig falsch interpretiert wie das bewusste Leben. In den meisten Fällen ist damit ein ökologisch-ethischer Lebensstil assoziiert, aber das hat nichts mit einem bewussten Leben zu tun. Man kann durchaus bewusst leben und ökologisch-ethisch motiviert handeln, aber man kann auch als Daytrader, Henker oder Salamiverkäufer bewusst leben. Was bedeutet denn nun wirklich bewusst leben? Bewusst leben bedeutet, dass man eine klare Wahrnehmung von der aktuellen Situation und auch eine klare Wahrnehmung von sich selber hat und dann seine Handlung bewusst initiiert, also auslöst. Dabei ist das Denken von elementarer Bedeutung, da es das Instrument ist, was uns erst erlaubt, überhaupt ein Bewusstsein zu entwickeln, indem wir uns selber reflektieren können. Dann, wenn wir eine Handlung bewusst ausgeübt haben, reden dann auch wieder alle davon, dass wir bewusst handeln. Aber nur das Auslösen der Handlung war in der Tat bewusst. Nur das Auslösen. Beispiel, ich entscheide mich bewusst dafür, jetzt nicht einkaufen zu gehen. Was die logische Folge meines Alltags wäre, wenn ich nichts mehr zu essen im Haus habe. Sondern entscheide bewusst, nicht einkaufen zu gehen, sondern zu fasten. Dann ist diese Minute, wo ich diesen Entschluss fasse und darüber nachdenke, bewusst. Aber 5 Minuten später fastet man zwar, aber ist nicht zwangsweise bewusst, sondern das Unterbewusstsein hat wieder die Kontrolle übernommen. Und genauso ist es mit einem ethisch-ökologischen Lebensstil. Wenn man sich einmal dafür entschieden hat, dann ist diese Entscheidung bewusst. Aber dann danach zu leben, das ist unbewusst. Das hat nichts mit einem bewussten Leben zu tun. Das ist ein vom Bewusstsein initiiertes Leben. Aber es ist in den meisten Fällen ein vorrangig unbewusstes Leben. Ihr müsst nur einmal in die Diskussion auf öffentlichen Plattformen wie YouTube, Diskussionsforen oder auch auf Webseiten in die Kommentarfunktion schauen. Da prallen immer wieder dieselben Argumente aufeinander, ohne dass man sich bewusst mit dem anderen Diskussionsteilnehmer auseinandersetzt. Denn man hat sich einmal bewusst hingesetzt, bewusstes Leben einmal und eine Thematik durchdacht und wieder käut das an entsprechender Stelle einfach unreflektiert. Es wird nur abgerufen, unbewusst. Und die Unbewusstheit hat durchaus ihren Sinn. Stellt Euch mal vor, ihr müsstet beim Autofahren wie in der ersten Fahrstunde auf alles achten und alles bewusst wahrnehmen, ein bewusstes Leben führen in dem Moment. Wo ist der erste Gang? Ich muss davor die Kupplung treten, dann muss ich die Kupplung schleifen lassen, aber meine Hacke muss noch den Autoboden berühren, sonst habe ich weniger Gefühl im Fuß und dann kommt so ein Gefühl, wo das Auto los will, dann muss ich die Kupplung wieder loslassen, aber nicht zu schnell, sonst würge ich den Motor ab und so weiter. Das ist ein bewusstes Leben, ne? Unsere Unbewusstheit ist toll. Sie sorgt dafür, dass in neurologischen Netzen Automatismen gebildet werden, die dafür sorgen, dass wir ohne Nachdenken unbewusst eben Dinge ausführen können und sogar mehrere Dinge gleichzeitig. Das ist der Kern. Unbewusstheit ist nicht schlimm, sie ist ein tragendes Element unserer Natur. Und Bewusstheit ist nicht immer gut, zumindest im moralischen Kontext. Beispiel: Ein Mörder überlegt sich genau welchen Typ Mensch er als nächstes im Park töten möchte, um die Welt von einer bestimmten Art Mensch zu, in seinem Gedankengut, befreien. Er denkt darüber bewusst nach, er führt eine bewusste Handlung aus. Wenn er das den ganzen Tag macht, inklusive den immer wieder neu bewussten Nachdenken, ob es nicht vielleicht diesmal ein anderer Typ Mensch verdient hätte, getötet zu werden, dann führt dieser Mörder ein bewusstes Leben. Das Schlimme daran ist, dass diese Klarheit, dieses Erkennen, was bewusst bedeutet, auch ihrerseits ein Bewusstsein voraussetzt. Es gibt genug Menschen, die ihre Muster, ihre Kästen, ihre unbewussten Automatismen in ihrem Gehirn
richtig, richtig fest verankert haben. Gerade wenn sie viele Jahre oder Jahrzehnte eine gewisse Thematik nicht immer wieder neu bewusst durchdacht haben. Wie zum Beispiel ihre einmalige Entscheidung für ein bewusstes Leben. Wie auch immer das dann definiert ist, ökologisch, ethisch, moralisch. Diese Menschen, die können gar nicht mehr oder nur noch sehr schwer raus aus ihren Automatismen. Zum Beispiel würden sie dieses Video gar nicht verstehen. Sie würden ab einer gewissen Stelle, wo ihr Denken und ihr Muster in Gefahr gerät, einfach emotional abblocken. Entsprechende Neurotransmitter werden dann aktiviert und schalten das bewusste Denken aus, weil sie es als Gefahr ansehen. Es gibt natürlich auch die These, dass selbst das bewusste Denken, also das was ich hier dargestellt habe, auch nur unbewusst ist, dass wir also gar keinen freien Willen haben. Auch diese Theorie ist durchaus valide, aber wir müssen ja hier auf irgendeiner Basis reden und ich denke, das Denken als, als Stilmittel der Initiierung einer bewussten Handlung ist durchaus eine Basis, mit der sich zumindest die meisten anfreunden können. So, nachdem ich nun sicher bin, dass wir über dasselbe reden, mal ein paar Fakten und das angesprochene Experiment. Menschen denken im Schnitt 2-5% des Tages bewusst. Diese Zahl findet man in vielen neurowissenschaftlichen Büchern. Da bewusstes Denken anhand der Hirnströme gemessen werden kann, ist diese Zahl auch als realistisch einzustufen. Das bedeutet, die meisten Menschen sind Automaten. Das ist nicht wertend gemeint, das ist ein Fakt. Und wenn du rausfinden willst, wie sehr du überhaupt in der Lage bist, bewusst zu bleiben und auch rauszufinden, was es für Kraft kostet, ein wirklich bewusstes Leben zu führen, und wir reden hier von Zahlen über 50% des Tages, dann mache folgendes Experiment. Direkt nach dem Aufstehen entscheidest du dich bewusst dafür, den ganzen Tag eine leichte Veränderung deiner Mimik auszuführen, die nicht deinem Standard entspricht. Für den Großteil der Menschen dürfte das zum Beispiel ein leichtes Lächeln sein, aber wirklich nur ein leichtes, nicht was die Muskulatur zu sehr beansprucht. Ihr wollt ja das 16 Stunden machen, also den ganzen wachen Tag. Das kann auch eine Imitation sein, das bedeutet ihr seid einen Tag Angela Merkel oder Boris Becker oder wer auch immer. Irgendwas wo ihr genau wisst, dass ihr ein entsprechendes Gemüt mit einer gewissen Mimik verbindet und dies dann auch nachprüfen könnt. Dann stellt ihr euer Handy, eure Uhr, euren Intervalltrainer so ein, dass er alle 5 Minuten piept. Die normale Uhr-App an einem normalen Handy, habe ich mir sagen lassen, hat diese Funktion bereits. Und es gibt auch genug kostenlose Apps, die das für euch sozusagen übernehmen. Dann habt ihr ein Bündel kleiner Karteikarten mit 2 Spalten, eine für bewusst und eine für unbewusst. Und alle 5 Minuten, wenn es piept, fragt ihr euch ehrlich, habt ihr noch die Mimik und das Gemüt, was ihr euch vorgenommen habt? Wenn ja, dann macht ihr einen Strich in der bewussten Spalte. Wenn nein, dann in der unbewussten. Am Ende des Tages vergleicht ihr die Striche. Das erste ist natürlich, dass ihr 192 Striche für 16 Stunden gemacht habt und nicht so unbewusst gewesen seid, dass ihr das komplette Projekt vergessen habt. Was aber natürlich auch möglich ist, ne? Aber es ist dann ein klarer Indikator dafür, ne? Dass ihr dann eben nicht so bewusst lebt. Und dann schaut ihr, ob die bewussten Striche überwiegen, also ob ihr überhaupt in der Lage seid, ein bewusstes Leben führen zu können. Ihr habt es euch halt vorgenommen. Bewusst und unbewusst sind Bezeichnungen, die sich einander ausschließen. Von daher ist die 50% Grenze valide, auch in der Bezeichnung dann. Bewusst, unbewusst. Natürlich kann man sich dabei selbst betrügen, aber hier geht es ja nicht darum, irgendwie einen Preis zu gewinnen, sondern einen Weg aufzuzeigen, sich ehrlich zu analysieren, wenn man wirklich Interesse daran hat. Und auch das ist eine Frage der Bewusstheit. Denn viele Menschen können nicht ehrlich zu sich sein, sondern blocken emotional sehr schnell ab, wenn es darum geht, seine wahre Natur zu entdecken. Das ist im Übrigen ein oft genannter Grund in psychologischen Abhandlungen zum Thema Kausalitäten von Angststörungen und Depressionen. Ich hoffe jedenfalls, ich konnte den Bewusstseinsbegriff mal etwas klarstellen. Also zusammenfassend, ein 100% bewusstes Leben ist unglaublich anstrengend und nur theoretisch möglich. Unbewusstheit ist wichtig, Unbewusstheit ist gut.
Bewusste Handlungen müssen nicht gut sein, genauso wenig wie ein bewusstes Leben gut sein muss. Wir erinnern uns an den Mörder. Immer aus ethisch-moralischer Sicht wohlgemerkt, da es kein objektives Gut oder Schlecht gibt. Bewusst bedeutet lediglich mittels des Denkens eine Situation, das bedeutet die Umwelt und sich einschließend neu zu bewerten, mit eventuell demselben Ergebnis. Das heißt, ein bewusstes Leben kann theoretisch durchaus gleichförmig sein, indem man bewusst immer wieder neu bewertet, aber zum selben Ergebnis kommt. Man muss sich nicht immer ändern, nur um bewusst zu sein. Da sich aber häufig die Umwelt ändert, ist es wahrscheinlich, dass man sich im Fluss des Lebens auch ändern wird. Und um sich zu ändern, benötigt man auch wieder Bewusstheit. Das ist auch der Grund, warum ich ein bewusstes Leben anstrebe. Ein wirklich bewusstes Leben. Das bedeutet auch immer wieder neu bewerte, neu entscheide, alles in Frage stelle, niemanden per se verurteile, sondern neu überdenke, offen bin. Das ist Bewusstheit und hat gar nichts mit Ökologie, Ethik oder Moral zu tun. Lernt diesen Unterschied kennen, nehmt ihn bewusst wahr und ihr könnt für euch entscheiden, inwieweit diese Anstrengung es euch wert ist. Auch das ist eine bewusste Entscheidung. Ich habe nachher noch eine Buchrezension zum Thema Bewusstsein, allerdings weise ich darauf hin, dass dieses Werk ein, ja, hat theoretische Natur und ist auf einer viel tieferen Ebene anzusiedeln als dieses Video, was ich jetzt hier heute euch präsentiere. Aber für den einen oder anderen eventuell durchaus interessant. Ansonsten bleibt mir nur zu hoffen, dass wenn ihr das nächste Mal das Wort bewusst in den Mund nehmt, dass ihr das etwas bewusster macht. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüssi.